Heute, was geht ab, Leute? Hunger hier. Richtig leiden die Woche. Es war richtig schlechtes Wetter. Die ganze Zeit geregnet, kaum gespielt. Natürlich ein paar Sachen gemacht, das blende ich hier nebenbei mal ein, während ich rede. Einen Heiterga gefahren, 98% Dragonier. Ja, blende ich hier nochmal ein, während ich über ein paar Sachen rede, ein paar Informationen. 100% IV-Videos werden demnächst kommen. Da werde ich richtig oft danach gefragt. Da habe ich mir auch was Spezielles überlegt. Wird auf jeden Fall demnächst kommen. Auch wenn es richtig leid ist, dass zurzeit das nicht funktioniert. Und anscheinend wurde es auch wieder geändert, dass nicht ab Level 25, sondern ab Level 30 das wieder gleich ist. Was halt richtig leidend ist und ich bin schon auf 100% Entzug. So kann es echt nicht weitergehen, was Niantic da macht. 2500 Abos haben wir geknackt. Also 2000 haben wir geknackt, was geil ist. Und auch direkt danach 2500. Was für mich besonders wichtig ist, für alle, die es wissen, weil das dann den alten Channel überholt. Und dazu wird hoffentlich demnächst irgendwas kommen, muss ich mir noch überlegen. Dann, was gibt's noch? Livestreaming. Haben mich ein paar Leute danach gefragt, ist sogar geplant. Muss ich halt schauen, wie die Technik und so läuft. Also am PC wird es auf jeden Fall funktionieren, denke ich mal. Kommt halt drauf an, was wir da machen werden. Worüber wir da reden werden. Wahrscheinlich ein bisschen entwickeln. Ein paar Sachen zeigen, Pokédex oder so. Und vielleicht auch ein bisschen pushen. Und keine Ahnung, ein paar Pokémon zeigen. Das wird schon ein paar Fragen beantworten. Wir werden schon was finden. Dann natürlich will ich auch unterwegs mal livestreamen. Die Sache ist aber tricky. Da muss ich echt schauen, ob das funktioniert. Und ein bisschen herumtesten. Aber das wird demnächst kommen. Wie gesagt, Fragen beantworten. Ein Q&A wird demnächst auch kommen. Wo ich ein paar Fragen beantworten werde, die richtig oft gestellt werden. Da kann ich das Video einfach hernehmen und dann immer darauf hinweisen, wenn die Fragen sich immer wiederholen. Dazu könnt ihr ein paar Fragen stellen, falls ihr Bock habt. Dann schauen wir mal, was ich demnächst beantworten werde in dem Q&A. Dann gibt es auch anscheinend so eine neue, nicht Erweiterung, sondern sogar Hinderung. Und zwar wurden das Limit, das Tageslimit für Stops von 1000, von 2000 auf 1000 runtergedreht. Und von Pokémon von 1000 auf 500, die man halt maximal am Tag fangen bzw. drehen kann. Ich höre verschiedene Sachen, dass es eingeführt wurde. Manche sind nicht davon betroffen, ich weiß noch nicht genau. Wenn wir Zeit haben, werden wir es testen. Dazu hole ich mir ein Go Plus und dann versuchen wir 500 Pokémon am Tag zu fangen. Das Video ist geplant. Ja, und dann, heute Abend ist eine fette Arena-Tour geplant. Das wird natürlich auch alles gefilmt und für euch gezeigt. Heute eigentlich auch wieder gutes Wetter. Also die ganze Woche schlechtes Wetter. Macholoness fast gar nicht ausgenutzt. Eigentlich echt schade drum. Vielleicht schaue ich davor, vor der Arena-Tour auch nochmal bei den Macholos vorbei. Ansonsten nächste Woche hoffentlich paar Tage, wo ich bei dem Macho das vorbeischauen kann. Und dann kommen wir eigentlich auch zu dem Thema des heutigen Videos. So, kommen wir zum Thema des Videos. Danach werde ich auch in letzter Zeit ziemlich oft gefragt. Und zwar meine Medaillen. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Da habe ich alle Medaillen gezeigt, aber seitdem habe ich natürlich mehr Medaillen. Und das Wichtigste ist, das letzte Mal haben wir uns auf die unten konzentriert. Und dieses Mal werden wir uns auf die oben konzentrieren und mehr ins Detail gehen. Vor allem für die, die es interessiert, wie viel man gesammelt hat, beziehungsweise wie viel ich gesammelt habe, bis ich Level 40 geworden bin. Also kurzer Blick nach unten. Alle Medaillen. Das letzte Mal hatte mir, glaube ich, Drache noch gefehlt. Seitdem habe ich jetzt fast 300 Drachen. Was nicht schlecht ist. Und Kampf war auch relativ selten, aber dank den Macholos ist es auch gestiegen. Und dann hier oben alles außer Inkognito natürlich. 4 von 10. Ich kenne ein paar, die haben jetzt 10 von 10, also Silbermedaille. Und was hatte mir gefehlt? Kapador hatte mir gefehlt. Habe ich jetzt während des Events gemacht. Viele Kapador gefangen. Habe ich, glaube ich, auch aufgenommen. Und Johto Pokédex fehlen mir noch 5 Pokémon. Zweimal Starter und ein Snubbull. Problem ist halt, von denen habe ich nur 100% und die 100% will ich eigentlich nicht entwickeln, aber werde ich wahrscheinlich demnächst für euch machen. Dann schauen wir uns mal die Details genauer an. Also wie viel bin ich gegangen? 3.131,9 Kilometer. Und ein Drittel davon fast. Nur mit meinem Lavita. Also fast einmal die Medaille voll. Die kriegt man ab 1.000. Fast nur mit Lavita gegangen. Dann ja, Pokédex natürlich. Gefangen 51.514 Pokémon. Keine Ahnung, ob das viel ist oder wenig.
Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, so als Vergleich, wie viele ihr so gefangen habt und natürlich auch wie viele ihr gegangen seid. Dann entwickelt, fast 10.000, 9.556. Könnt ihr auch natürlich in die Kommentare schreiben. Geschlüpft, nicht so viel, weil ich fast nie Inkubatoren kaufe, außer ich habe halt 10er. Da habe ich 879. Und Pokestops gedreht, 44.848, also fast 45.000. Ungefähr gleich mit den Pokémon gefangen, also relativ nah zueinander. Andere Leute haben echt unterschiedliche Sachen. Die haben viel mehr Pokémon gefangen oder viel mehr Stops gedreht als Pokémon gefangen. Also die Relation zwischen beiden ist bei vielen unterschiedlich. Kapodor juckt nicht. Dann gekämpft, 3073 Mal. Also gegen Feinde gekämpft. Da habe ich in letzter Zeit echt nicht viel gemacht. Früher ging das echt krass ab. Da habe ich alle Arenen zerstört, die ich gesehen habe. Da war ich echt aggressiv. Aber also seitdem ich mein eigenes Gebiet aufgebaut habe und mehr trainiere, habe ich hier 3551. Und werde vielleicht demnächst, weil ich eh nichts zu tun habe, versuchen, beides auf 5000 zu kriegen. Kleines Ziel, kleines Video mit einer Mission. Wieso nicht? Weil sonst zurzeit echt nicht so viel los ist. Vor allem nicht, wenn die 100% Pokémon nicht gescannt werden. Da habe ich echt nicht so viel Anreiz zurzeit. Und das war es eigentlich auch schon. Radfratz fast 1000, aber das hat nichts mit Level 40 zu tun. Pikachu und Johto und ja, das war's. Das waren die Medaillen. Kurz und knackig, was ich bis Level 40 gemacht habe. Hier könnt ihr meine EP sehen. 21 Millionen. Also seit Level 40 1 Million circa gemacht. Und ja, yeah, schreibt unten in die Kommentare, wie viele Medaillen ihr habt. Wie viel ihr bei den Medaillen vor allem habt. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.